Thomas Kruzberg, gestern hat die Stadt Duisburg reagiert und zwar gab es eine Zeitungsmitteilung, ja, die so ein bisschen Geschmäckler aufwies, dass die Finanzierungsproblematik dazu führt, dass ein Musikfestival im Meidericher Parkhaus, und zwar Parkkultur 2015, abgesagt wird. Sie hatten da schon schriftlich drauf reagiert, aber vielleicht auch noch mal ein paar Worte von Ihnen dazu. Was ist denn da jetzt wirklich Stand der Dinge? Also die Veranstaltung Parkkultur in Meidrich wird seit Jahren zwischen dem Parkhaus und der Stadt Duisburg gemeinsam als Kooperationsveranstaltung durchgeführt. Wir haben unsere vertraglichen Verpflichtungen, auch die finanziellen Verpflichtungen, immer eingehalten. Auch für dieses Jahr gab es ganz klare Zusagen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Gewinnung von Top-Acts, von guten Musikern, die dann auch Publikum ziehen und damit auch die Attraktivität eines Festivals machen, immer schwieriger und teurer wird. Und da gab es sicherlich auf Seiten unseres Kooperationspartners große Probleme. Dazu kam, dass im Haus Baumaßnahmen durchgeführt werden müssen, für die kein anderer Zeitpunkt wohl da war. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass durch die Presseerklärung, die vom Parkhaus für die nächsten Tage angekündigt wird, die ganzen Unstimmigkeiten und Uneinigkeiten, die vermutet werden können, ausgeräumt werden. Denn also, dass auch keine Sorge bestehen muss, dass 2016 da auch wieder ein Ausfall kommt. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Wir sind in intensiven Gesprächen, wir waren in intensiven Gesprächen, sind allerdings durch die Absage und durch die Mitteilung auf der Internetseite auch ein bisschen überrascht worden. Aber also man hätte vorher mal sprechen können. Oder? Das ist immer gut. Das heißt aber nicht, dass wir den Kooperationsstrukturen nicht mehr aufrechterhalten. Wie sieht denn das aus? Betrifft das beispielsweise auch so Veranstaltungen wie Eurorock oder sind die davon völlig unberührt? Die sind davon völlig unberührt. Eurorock findet wie jedes Jahr ja statt und soll auch dieses Jahr wieder im Parkhaus stattfinden. Und für die ausfallenden Möglichkeiten von jungen Duisburger Bands, die ja im Rahmen des Parkkulturfestivals aufgetreten sind, um da Ausweichmöglichkeiten zu schaffen, arbeite ich im Moment sehr intensiv mit dem Kulturbüro für ein alternatives Programm. Das hört sich doch gut an. Ich bedanke mich für die Klarstellung. Alles klar.